All diejenigen, die die Bosch Oberfräse, die POF 1200 oder die ähnliche 1400 besitzen, die werden wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass sich diese Oberfräse nicht besonders ideal zum Frästischeinsatz eignet. Ein Problem ist zum Beispiel, dass man die Arretiertaste schwer von oben drücken kann, während man den Fräser wechselt. Und der zweite, noch größere Nachteil ist eben, dass man die Höhe nicht von oben verstellen kann, wie bei der zweiten Oberfräse zum Beispiel. Und um das Problem zu lösen, habe ich mal viele Ideen angeschaut, Foren durchgelesen, Videos angeschaut eben und mir so eine, ja, selber eine Lösung aus all diesen Ideen geholt. Und dazu brauche ich eben eine M8 Gewindestange, eine Einschraubmuffe, eine Einschlagmutter, ein paar Muttern, so ein kleines Stück Rundstab mit Durchmesser 20-22 mm, Loctite oder ein anderer 2K-Kleber. Die Gewindestange sollte eine Länge von 28 cm haben, ungefähr. Also es kann auch länger sein, aber nicht unbedingt viel kürzer, weil es diese Länge hier schon haben sollte, bis zu dem Zipfel hier. Und da schrauben wir jetzt an einem Ende diese Einschraubmuffe an und sichern sie mit dem Loctite. Während das jetzt nebenbei trocknet, wenden wir uns der Oberfräse und schrauben die auseinander. Da ich jetzt nachher das grüne Gehäuse wegziehen werde, entferne ich zuerst diese Kohlebürste. Hier ist noch eine. Hinter diesem Sticker fehlen nur noch die vier hier außen. Die inneren, die bleiben. Ja, und den ganzen Aufwand haben wir eigentlich nur gemacht, dass wir diesen Stulpen hier wegbekommen. So, und jetzt bearbeiten wir unser kleines Stück vom Rundstab. 20 mm Durchmesser. Es muss nur hier am Deckel, in diesen kleinen Zylinder hier, muss einfach reinpassen. Ich glaube, 22 mm würde perfekt hineinpassen. Aber mit 20 geht es auch. Ich werde es dann eh von der Seite sichern. Seht ihr dann, sollte klappen. 15 mm tief mit 10 mm Durchmesser. Ja. Jetzt aber auch das ganze Loch, also ein Durchgangsloch für die M8er Gewindeschraube. Ja. Passt. Und in diese 10 mm Bohrung passt eben diese Einschlagmutter dann rein. Jetzt müssen wir nur noch die Kerben für diese Zähne hier reinmachen. Um mir die Stellen für die Kerben zu markieren, setze ich die Gewindestange durch die Bohrung, drehe die Einschlagmutter rein und drücke ein wenig, bis ich hier Markierungen bekomme. So. Und da rein werde ich jetzt einfach sägen. Und hier rein kommt dann eben diese Flügelmutter rein und das klebe ich noch eben mit dem Zweikantenkleber fest. Ja, passt gut. Im Grunde haben wir jetzt eigentlich alle unsere Teile. Jetzt werde ich nur noch das hier an diesem Deckel, also innen, befestigen. Dazu werde ich mir das an die Position legen und hier von außen zwei Schrauben rein. Ich habe hier M3 Schrauben, kleine M3 Schrauben und dazu baue ich eben jetzt mit 2,5 mm vor. Und in das Loch gebe ich nochmal Loctite, dass es dann nachher gar keine Chance mehr hat, sich zu lösen. Und jetzt einfach die zweite Schraube noch rein. Und jetzt ist das Teil eben bombenfest. Und somit hat jetzt die Oberfräse ein Gewinde im Gehäuse, wo die Gewindestange eben reingedreht werden kann. Und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch zusammenbauen. Das geht auch ganz einfach. Wir nehmen den Kopf hier, das Gehäuse und drücken es vorsichtig wieder an seinen Platz. Während man das drückt, ist hier so eine Kupferplatine. Ja, so ein Kupferstück. Das muss aber in diese Spule rein. So, die vier Schrauben geben wir jetzt von unten wieder rein. So, und fest. Unsere Gewindestange mit der Einschraubmuffe
kommt eben in diesen Fuß. Passt hier bündig, sehr schön rein. Und kann aber immer noch gedreht werden. Wie wir es ausgebaut haben, wieder rein. Jetzt kommen die Kohlebürsten. Dazu einfach die Kohlebürste hineindrücken. Gegen die Feder. Und dann in seinen Platz rein. Kabel verbinden. So, die Funktion ist jetzt eigentlich ganz einfach. Hier haben wir in das Gehäuse ein Gewinde eingebaut und die Gewindestange mit der Muffe kommt hier von unten durch, wird in das Gewinde eingedreht und die Muffe hier mit dem Innensechskant, das passt bündig perfekt in das Loch hier rein. Und das ist jetzt der höchste bzw. der tiefste Zustand. Und hier machen wir jetzt zwei Schrauben rein. Also eine Schraube, die dann gekontert wird. Das machen wir fest. Und wenn wir jetzt versuchen weiter zu drehen, als die Schrauben das ermöglichen, ja, dann wird es eben hier fest stecken bleiben. Und das verhindert eben, dass wir das weiter versuchen rauszudrehen, als es eigentlich geht. Und wenn ich das jetzt eben mit einem 8 mm Außensechskant-Bit drehe, wird sich das eben zusammenziehen und wir haben eine schöne Höhenverstellung von oben. Ganz einfach und ganz billig vor allem. An die Gewindestange gebe ich noch ein bisschen Schmieröl und hier vorne an der Schraube auch. Und ja, sieht aus, als würde es funktionieren. Passt. Ja, also, ich hoffe, dir hat diese Konstruktion gefallen und ich konnte dir behilflich sein. Wenn du keine weiteren ähnlichen Videos wie diese hier zum Beispiel verpassen möchtest, dann lieber gleich abonnieren. Dann kommt eine kleine Benachrichtigung beim nächsten Mal, wenn ich ein Video poste. Ja, schreib mir noch deine Gedanken bitte unten in die Kommentare. Wie hast du das gefunden? Gibt es noch irgendwas, was du verbessern würdest, ersetzen würdest oder komplett weglassen würdest? Und wie würdest du zum Beispiel das Problem mit der Spindelarretierung lösen? Also, dass man von oben den Fräser wechseln kann, ohne unter den Tisch kriechen zu müssen. Vielleicht hat ja schon jemand eine Idee, eine Lösung. Ansonsten mache ich mir eben ein paar Gedanken dazu. Also dann... Bis zum nächsten Mal. Feierabend.